kurz, und das jetzt sehr kurz zum Hintergrund. Es wurde mehrfach gesagt, die Affini Cyborg, das ist das Unternehmen, in dem ich mich auch bewege, ist ein sehr engagierter Open-Source-Dienstleister und ich denke auch nicht ganz unwichtig in der Schweiz und sogar darüber hinaus. Und was vielleicht ganz wichtig ist, zu uns zu sagen, wir sind sehr Open-Source fokussiert, klar, und wir sind sehr engagiert im Bildungsumfeld. Und das ist natürlich eine tolle Situation. Und dann muss ich euch mal das zeigen. Die haben wir am Anfang ja alle unterschätzt. Das ist ja eine tolle Geschichte. Dieses Werkzeug, das jetzt rauskommt, das jetzt von Apple kommt oder von Google oder so, das ist mir auch relativ egal. Das sind sehr schöne Werkzeuge. Genauso wie diese Werkzeuge. Die haben etwas mit den Worten zu tun, die ich angeschrieben habe. Als Pädagoge, wenn man als Pädagoge spricht, dann ist es mir ja wichtig, ich möchte benutzen, was ich will, wann ich will, wie ich es will und wo ich es will. Wenn das möglich ist und das dann auch noch nützlich ist, dann ist es ein gutes Werkzeug. Und wenn wir heute, 2014, schauen, was ist von diesen fantastischen Werkzeugen, die unseren Alltag so bestimmen, eigentlich im Unterricht angekommen ist, dann ist es ja noch recht wenig. Darum stehen wir auch, wir sitzen hier und diskutieren und wir sind ja die Guten, die sich engagieren. Dann gibt es noch sehr, sehr viele sehr, sehr Gute, die sich auch engagieren. Und die Frage ist, was ist jetzt rausgekommen? Und die Antwort ist schon sehr viel, aber wir sind noch alle am Anfang. Und wenn Sie mal zu alten Zeitschriften, sehr alten Zeitschriften wühlen, dann werden Sie solche Diskussionen zum Beispiel zum Einsatz des Overhead-Projektors finden. Auch da gab es schon solche Sachen, nur der war nicht so kompliziert, der war auch nicht so mächtig. Und jetzt ganz kurz, damit ich schneller werde, will ich Ihnen was zeigen, mit dem wir zurzeit an verschiedenen Standorten unterwegs sind und diskutieren. Wir haben das Schulinformatik 21 genannt, Schulinformatik Plattform 21, SIP 21. Der Name ist mehr zufällig entstanden und bevor wir ihn ändern konnten, war er schon bekannt. Die 21 zum Beispiel, können Sie sich vorstellen, wir hatten ursprünglich dahinter geschrieben, um Diskussionen auszulösen und auch ein bisschen zu zeigen, ihr redet davon, was man machen muss, aber womit? Und wir haben hier eine der Antworten. Das ist ein einfach Foto von der vergangenen Woche, das war eine Diskussion in einem Kreis mit Kolleginnen und Kollegen. Da steht da oben ein Gerät, das haben wir bewusst sehr klein und unauffällig in die Topfpflanze gestellt. Das kann auch sehr groß sein, wie der Beat erklärt hat, denn bei ihm steht das Gerät in etwas größerer Dimensionierung. Das kann aber auch Klassenraum oder Beamergröße haben. Und da haben wir einfach mal so die Geräte, die wir in der Runde diskutiert hatten und angeschlossen hatten, gezeigt. Da sieht man unterschiedliche Anwendungen, Webanwendungen, gesteuertes Internet, Dateisharing, offenes Multimedia und so weiter, alles das geht. Was man hier nicht sieht, dass man per Kabel auch noch fest installierte PCs einbinden kann und so weiter, das versteht sich. Alles das, was so an Schulen da ist, verschiedenste Geräte. Und das ist jetzt grundsätzlich schon mal fast alles, was wir da diskutieren wollen. Wir haben uns überlegt, die Schulen brauchen zurzeit eine Plattform, die eine IT-Infrastruktur anbietet mit verschiedenen Diensten und Anbindemöglichkeiten, die es den Kolleginnen und Kollegen ermöglicht, jedes Gerät, das zur Verfügung steht, so anzubinden, wie die Kollegen das gerne möchten. Dann, wann sie es möchten und das auch noch unkompliziert. Das ist eine gewisse Herausforderung. So. Da haben wir uns natürlich bedient bei Produkten, die es schon gibt und Lösungen, die es schon gibt. Und jetzt kommt UCSSU nochmal. Wir haben uns auch dort bedient. Wir haben es noch etwas verpackt und etwas erweitert. Und das ist ja das Tolle an Open Source Technologie, dass Sie auf solide, gepflegte, supportete Technologie setzen können und dann noch individuell weitere Erweiterungen bringen. Mal ein Beispiel für eine Erweiterung, die wir hier haben, gerade bei Tablets. Stellen Sie sich vor, Sie haben, sagen wir nur in einem Raum, 20 Kinder oder 25 Kinder, die alle gleichzeitig einen Film streamen, also schauen wollen. Dann ist das tatsächlich, ich habe gerade das Wort gemacht, über Streaming zum Beispiel sehr gut zu realisieren, insbesondere mit Tablets. Also haben wir hier einfach einen Medien-Surfer integriert, der Filme anbieten kann. Das ist ein kleines Beispiel. Anderes Beispiel, das kam vorhin, der Beat hat es erklärt. Bei Ihnen können die Kolleginnen und Kollegen und auch die Schüler sogar schon von zu Hause arbeiten. Das ist hier natürlich auch eine Forderung, weil, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, ich hätte es mir heute so gewünscht. Gestern Abend hätte ich kurz die Präsentation hochgeladen, in dem Raum, in dem wir uns heute befinden. So, dann hätte ich Ihnen vielleicht noch einen kleinen 3-Minuten-Film hochgeladen und Ihnen einfach Tablets ausgereicht und Sie hätten ihn kurz schauen können, das Ding wieder ablegen lassen. Und gesagt, Sie können noch mal auf der Webseite nachschauen, ich hätte das Internet gesteuert. Sie können nur diese eine Seite nachschauen.
Und weil es so schön ist, lasse ich sie vielleicht heute Abend das kleine Arbeitsplatz noch downloaden. Das kann man mit genau dieser Umgebung machen. Und Sie können sich vorstellen, was das für Auswirkungen auf Unterrichtsmöglichkeiten hat. Ich diskutiere zum Beispiel mit Kindern einen Sprachführer für Hundebesitzer, sagen wir als Sprachlektion. Wir erfinden Vokabeln, die man brauchen könnte, wenn man so einen Hund hat. Was weiß ich, ihr Hund hat mein Huhn gefressen und so weiter, also solche Dialoge. Dann entwickeln wir Dialoge, wir übersetzen die gemeinsam mit Wörterbüchern und Hilfen aus dem Internet. Wir bauen schöne Arbeitsblätter, wir üben die Dialoge, wir lernen Sprache, ich kann Grammatik vermitteln. Das kann ich über Wochen machen, schöner Unterricht. Ich zeige noch kleine Filme, verschiedene Szenen und so weiter und so weiter. Ich lasse vielleicht sogar noch eine kleine Mail untereinander schreiben auf Englisch und so weiter und so weiter. Sie können sich vorstellen, so kann man relativ interessanten Unterricht machen, aber der darf nicht schwierig sein. Warum habe ich eben gerade den OFAN-Projekt noch nicht eingesetzt? Das war mir zu kompliziert, ich habe keine Zeit gehabt. Und beim Ausprobieren habe ich vorhin gesehen, da klemmt die Folie. Also die Dinge müssen einfach funktionieren. Und das haben wir versucht hier umzusetzen. Hier mal einen Flyer, den kann man downloaden, wer Interesse hat. Das ist alles erstmal, das überholt uns gerade selber das Thema. Wir sind gerade in der Phase, in der wir mit verschiedenen Schulen Projekte machen, aber auch pilotieren wollen, um noch zu optimieren. Wir haben das SIP21 genannt und auf SIP21.ch kann man diesen Flyer downloaden. Wer Interesse hat, kann den schon mal sehen. Und hier sieht man die Struktur unseres Servers. Da links, das ist der Server, das ist einfach ein System, das verschiedene Dienste anbietet. So. Die verschiedenen Dienste, die sind bekannt, das ist File Sharing, das kann ein Media-Server sein und so weiter und so weiter, die im Unterricht sinnvoll sind. Dazu muss man sagen, jetzt geht es darum, welche Geräte kann ich anbinden, und hier rechts sehen wir noch nicht mal die Geräte, die zurzeit funktionieren. Hier sind nämlich nur alle Tablets, Mobiles, PCs, Laptops und so weiter dargestellt. Ich habe die Smart TVs vergessen, die funktionieren natürlich auch schon. Ja, und wir überholen es mit Dimensionen. Und was hier jetzt nicht dargestellt ist, selbstverständlich werden externe Cloud-Services mit eingebunden, weil wenn Sie das hier haben, wenn ich Ihren Internetzugang steuern kann, dann kann ich auch steuern, dass Sie auf einen externen Cloud-Service greifen. Ist ja ganz klar. Und was man auch noch nicht sieht, dass hier ein Homeoffice vorgesehen ist. Die Pädagogen können von zu Hause Files auf- und abladen und sie können sogar ins System kommen und über einen Desktop zum Beispiel die Internetregel setzen. Also wenn ich jetzt weiß, morgen früh, erste Stunde, ich brauche die Internetregel, sagen wir die leo.org freisetzt, also ein Wörterbuch, dann setze ich diese Internetregel über eine einfache grafische Oberfläche, die zum Beispiel schon vorhin dargestellt wurde. Das ist eigentlich hier enthalten. Und wir sehen das eher als Modul. Das heißt, wir haben nicht den Anspruch, alle Systeme zu verdrängen. Wenn es schon eine gute Raumstruktur gibt, wenn Endgeräte da verwaltet werden, ja wunderbar, können wir ja einbinden und anbinden. Wenn schon große Dienststrukturen sind, dann können wir uns bescheiden einbringen. Darum haben wir das Gerät jetzt aus psychologischen Gründen auch sehr klein dimensioniert. Ich muss aber dazu sagen, das ist Ihnen schon klar, das können wir auch sehr viel größer bauen. Das ist aber noch die gleiche. Das ist die Schulinformatik-Plattform 21, wie sie sich zurzeit darstellt. Wie gesagt, sie funktioniert, das ist keine neue Erfindung. Wir setzen auf wirklich bewährte Technologie, die wir seit Jahren unterstützen, bei verschiedensten Kunden in allen Größenordnungen. Was für uns schwierig ist, immer wieder, wir müssen quasi missionarisch in die Schulen und sagen, ja, wie kann man das denn jetzt benutzen? Und ein Beispiel, Tablets. Habe ich doch vergessen, da oben sehen Sie so einen kleinen Router drauf. Der verbindet zwei WLAN oder zwei Netzbereiche, so das edukative Netz, also sprich das didaktische Netz, in dem ich Internetsteuerung habe, in dem ich bestimmte Verzeichnisfreigaben habe und so weiter. Der Mediensurfer funktioniert dort. Aber um da reinzukommen, muss ich ein registriertes Gerät haben, mit einem registrierten Account. Und dann gibt es das sogenannte Public Netz, das ist jetzt auch nicht einfach für Gäste, sondern dort kann ich Bring Your Own Device realisieren. Eingriff zum Zugriff, gesteuerten Zugriff. Das haben wir damit auch umgesetzt. Auch das ist schon so, dass es skaliert. Also dieses Netz lässt sich relativ weit einfach ausbreiten. Und da kann man auch zum Beispiel Klassenräume einhängen, schon kann man das. Ja, und ein Beispiel, Klassennetze von Tablets, das klingt immer so simpel. Stellen wir uns mal vor, ich hätte jetzt 20 Geräte, ich hätte aber einen großen grünen Punkt und eine Nummer. Dann hätte ich die virtuelle Klasse grün, und die Nummer 1 bis 20, und das ist ein Klassensatz. Und den kann ich relativ unkompliziert, ohne nachzudenken, austeilen. Und für die Klasse Grün habe ich gerade Internet Englisch freigegeben. Und dann funktionieren die Dinger, dann sammle ich sie da ein. Keine komplizierten Anmeldeprozesse in der Klasse 4 und so weiter und so weiter. Aber ich kann natürlich auch
komplexere Geräte einsetzen, in den höheren Klassen, wo ich auf Office etc. zugreifen will, Fachverfahren und so weiter und so weiter. Deswegen wieder das Schöne, modular, offene Schnittstellen, offene Standards, aber schon sehr mächtig. Und eigentlich, nicht nur eigentlich war es das, hier ist noch so ein Diskussionswimmelbild, das zeigt so eine Situation, Unterricht mit verschiedenen Geräten, verschiedene Dienste, die wahlweise ab- oder angewählt werden können und die glückliche Kollegin, die über eine einfache Konsole Häkchen setzt, sollen jetzt gucken können, ja oder nein, zum Beispiel. Oder Internet ja und Internet wenn schon ja, dann welche Seiten. Das ist also sehr simpel gemacht. Und hier nochmal so rechts, weil das in den Diskussionen kommt, ja, wenn ich schon zu Hause arbeiten kann, das ist wichtig für Pädagogen, kann ich denn auch auf bestimmte Dinge zugreifen, die von der Struktur mitgesteuert werden? Das haben wir vorhin an dem Beispiel Basel schon gesehen, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Die Antwort ist ja, das kommt natürlich darauf an, was uns braucht und was sinnvoll ist. Wir wollten eher eine Anregung geben. Wir haben das, wie gesagt, schon im Einsatz. Wir glauben, dass es eine sehr gute Lösung ist, eine sehr einfache Lösung, und die ist auch nicht von uns, sondern wir sind Teil dieser Lösung und sehr stolz, weil wir Open Source sind. Und ohne Open Source wären solche Lösungen aus meiner Sicht überhaupt nicht möglich. Ja, und das war's dann schon. Bedanke mich.